Neue Woche, neue Folge Dot Age. Bonjour und willkommen zurück. Wir sind straight auf dem Weg zur nächsten Prophezeiung. Ja, mal gucken. Vielleicht heute, vielleicht morgen. Ansonsten, Brot Production läuft, und zwar ganz extrem. Den Rest brauchen wir hier schon fast gar nicht. Ich lasse es trotzdem mal laufen. So, Feuerstelle, die geht auch klar. Papier ist safe, da kriegen wir noch ein bisschen Gerste. Samen plus minus. Leine können wir ehrlicherweise auch mal wieder zurückfahren. Und dann gucken wir hier oben. Safe, safe, safe. Ja, ist egal. Gut. Ich würde tatsächlich... Warte mal. Sind noch Pips? Jung? Habe ich nur einen einzigen, der gerade im Wachstum ist? Warte mal, gibt es hier nicht die Übersicht? Ja, einer ist noch jung. Und einer hat keinen Beruf. Bori. Achso, Bori ist aber der VIP. Ich würde gerne noch einen machen. Ihr seht nämlich, berufstechnisch wird es langsam kritisch. Kritisch. So, wird gebaut. Da wird geforscht. So, Tilbaki ist wachsen. Wunderbar. Da kommen noch Federn. Woher das? Ach, jetzt fällt mir gerade ein, was ich noch bauen wollte. Den verbesserten Werkzeugmichel. Okay, wir haben auch noch nasse Leute. Das sollten wir vielleicht auch mal machen. Wie viele sind denn nass? Drei. Das hat aber keinen negativen Effekt, habe ich das Gefühl. Kein Patient verfügbar. Ach so, wow. Ja, ich muss auch wenn dann hier hin. Warte mal, wir ziehen mal euch ab. Wir heilen noch mal ein paar Leute. Kein Patient verfügbar. Okay. Ah, sehr schön, der Holzmichel ist auch durch. Ey, ich habe echt nur einen Holzfäller. Der müsste eine Axt in der Hand haben. Hier unten. Ja, tatsächlich einen einzigen habe ich nur. Ich habe aber... Nee. Nee, ich habe keinen freien. Shit. So. Ich wollte bauen den verbesserten Werkzeugmacher. Nee, der ist wenn dann... Hier, ne? Dann reißt man das hier ab. Das können wir auch mal abbauen. Brauchen wir nicht. Und ja, komm einfach, dass wir hier die gesamte Karte erstmal besetzt haben. Oh, hier nochmal ein Wegweiser hin. Oh, ich habe immer nur einen frei. Komm, dann gehen wir nochmal jagen hier oben. Mann, ich brauche unbedingt ein Lagerhaus. Alter, Tilbaki ist nass gewesen. Der ist doch gerade erst geboren worden. Kann denn der schon nass gewesen sein? So, Forschung übrigens fertig. Schule. Nein, da brauche ich Bretter für. Ah, Schule. So, das pflanzen wir neu. Dann gut, gehen wir auf Bretter. Universität des Geistes. Ach, die Holzwerkstatt habe ich sogar schon. Wieso habe ich die noch nicht gebaut? Plus eins, wenn Holzwerksteller. Holzwerksteller. Holzhersteller.
Hier sind eine 4, 3. Ja, ich erkenne da eine Möglichkeit. So, Holzmichel. Dann kriegen wir auch Bretter. Wir haben sogar Bretter. Also eine Schule könnte ich bauen. Kopfsteinpflaster, Fahrt zum Stadtzentrum. Shit. So, warte mal. Plus 2, wenn Papierhersteller innerhalb von 2. Plus 3 für jede Wohnung innerhalb von 1. Das würde bedeuten, hier müsste es schon mal hin. Und dann brauche ich noch ein Kopfsteinpflasterfahrt zum Stadtzentrum. Das bauen wir hier hin. Das reißen wir ab. So, da müssen... Oh Gott, ich habe keine Arbeit da mehr frei. Naja, ist egal. Ich glaube, morgen sieht es wieder besser aus. Mit freien Arbeitern. Wobei, hier den können wir mal abziehen. Und der Rest bleibt. Dann... Was wollte ich bauen? Genau, den Werkzeug, Michel, den verbesserten. Ihn hier. Ja, perfekt. Was? Null? Warum? Nein, benötigt Lichtung, Fahrt zur Wohnung. Das ist doch scheiße. Okay, dann müssen wir hier eine Wohnung hinknallen. Ah, Gott, ist das schwierig. So, wir machen erstmal die Blumen, dann haben wir den kompletten Kultivierungstree schon mal fertig. Genau, das ist uninteressant. Ich muss langsam echt wieder auf Holz gehen. Wobei das jetzt durch die neuen Bauten einfach so nach unten schießt. So, dann alle heim. Ja, also ich brauche dringendst einen zweiten Holzfäller. Nein, was denn jetzt schon wieder? Achso, das oben. Boah, die rennen alle zum Wasser. Boah, lass Fische entstehen. Oh nein. Nein! Oh, sie tötet die drei bestimmt. Hundertprozentig. Nee, geplagt. Sind alle drei geplagt? Abergläubisch. Drei Pips sind geplagt. Furchtbedrohung erhöht sich dauerhaft um 1. Einige Pips haben die abergläubische Eigenschaft bekommen. Die was macht? Geistergeschichte? Ist das abergläubisch? Nee. Abergläubisch. Zieht an Furcht. Erzeugt Geistergeschichte. Kann führen zu? Wissen wir nicht. Okay. Raba erreicht Erwachsenenalter. Oh oh. Okay, was muss ich machen? Warum passiert das alles? Die Apokalypse ist unausweichlich und wir helfen dir, dich darauf vorzubereiten. Dein Dorf muss stärker werden, um die Apokalypse zu bekämpfen. Ich wusste nicht, ob ich den Bereichen trauen konnte. Ihre Worte waren kryptisch. Aber ich hatte keine andere Wahl, als zu sehen, was sie vorhatten. Bild ist cool. Naja, gut, ich habe sie noch nicht gebaut. Den Auftrag habe ich ausgegeben. Aber gebaut habe ich sie nicht. Ah, ah. Warte mal. Zack, zack, zack. So. Also, wir brauchen unbedingt einen Holzfäller. Ja, geht nicht. Wer ist der Arbeiter? Raba. Raba wird mit der Holzfällerin. Dann wird hier weiter gebaut. So. Das läuft, das läuft. Das läuft. Das wird gebaut. Ich habe ja noch zwei. Ich muss ja so einen Kopfsteinpflasterpfad noch bauen. Ich würde den hier lang bauen. So, wunderbar. Ah, das Handfeld ist frei. Ist frei. Ist fertig. Da wäre halt jetzt die Frage, macht es Sinn, einfach Hanf anzusparen und dafür dann diese Dinger hier, diese Wild
Sammlerei einfach zu lassen. Wahrscheinlich, ne? So, positiv. Warum? Okay, es singen aber alle. Temperatur. Die Bedrohung ver... Was? Temperatur, die Bedrohung verringert sich vorübergehend um 1. Eigenschaft Wind. Oh, das ist sehr gut für unsere Mühle. Dann produziert die mehr Mehl. Hervorragend. Blumenfeld. Schon wieder? Achso, Forschung. Großartig. Ach, scheiße. Komm, ich muss mal eine Runde... Wie viel Kupferdinger haben wir? 4. Mach mal ganz kurz hier Pause. Ich setz mal kurz alle raus. Muss mich mal neu sortieren. Du lernst. Ihr geht mal alle raus. Ihr geht raus. Oh ne, euch brauche ich. Euch brauche ich auf jeden Fall. Wer arbeitet denn noch? Miri, Geralda, du baust. Hier von den Tomatenfelder geht runter. Entschuldigung. So, lernen, bauen. Bauen, bauen und die Bedrohung bekämpfen. Okay. Shit, das muss ich auch machen. Ja. Gut. Setzen wir hier nochmal einen hin. Dann geht das nach oben. Das ist morgen. Das brauchen wir nicht mehr beeinflussen. So, wir müssen auf jeden Fall auf die Mühle gehen und auf den Bäcker. Wenn der Bäcker gleich randvoll ist. Ich würde das Handfeld gern ernten. Ah, es gibt nur 4. Ach, weil das nur von einem Feld beeinflusst wird und nicht von 2. Das ist natürlich bitter. Getreide brauchen wir eigentlich gerade nicht. Ja, wir müssen auf jeden Fall Forschung betreiben. Dann würde ich sagen, machen wir... Wie sieht's? Papier frontmäßig? Ja, easy. Dann sammeln wir noch mal ein bisschen Holz. Ist... Na gut, Wasser haben wir eigentlich mehr als genug. Samen. Machen wir noch mal eine Runde. Wobei, nee, hier muss Hanf bleiben. Wegen dem Ding hier. Das ist okay. Ja, und dann habe ich noch 11. 11 Leute noch. Ja, komm, wir machen... Sag mal, gab es nicht noch eine bessere Kochstelle? Fällt mir gerade mal so ein. Blumen. Ah, beeinflusst das hier auch nochmal was? Müsste ich mir nochmal angucken vielleicht. Aber erstmal, es gab doch eine Küche oder so, ne? Bäckerei? Ja, Fischer... Das ist Quatsch. Hier, Küche. Macht aus... Was? Fleisch und Ei? Ich glaube, Mett oder so, ne? So, benötigt Wohnung innerhalb von 2. Plus 1, wenn Freizeitgebäude innerhalb von 2. Und ich brauche ein Kopfsteinpflaster, fahrt zu einer Wohnung. Hier ist es besser? Ach so, weil Kopfsteinpflasterfahrt zum... Nee. Also hier macht es eigentlich am meisten Sinn. So, benötigt Wohnung innerhalb von 2. Was ist denn Freizeitgebäude? Hier gibt es auch eine 3 übrigens. Oder ich setze es hier hin. Das würde auch gehen. Das ist ein Freizeitgebäude. Und dann braucht man noch was? Plus 1, wenn Kopfsteinpflaster fahrt zur Wohnung. Na, das ist ja easy. Dann brauche ich nämlich hier einfach Kopfsteinpflaster hin. Yo! Das würde mir gefallen. So. Perfekt. Okay, was können wir... Achso, ich muss hier unten eine Wohnung bauen.
Daran kann ich mich erinnern. Und benötigt Lichtung zur Wohnung. Ja gut, das kriegen wir ja easy hin. Sehr schön. So, dann haben wir noch 7 freie. Ich würde die erstmal regenerieren lassen. Ihr könnt mal jagen. Die würde ich abgrabbeln, damit wir sie einfach haben. Ja, komm, dann gehen wir hier nochmal auf den Wächter. Ich würde den Brunnen einfach aus Spaß nochmal ausbauen. Oh, ich brauche Steine. Ja, ich brauche ganz dringend sogar Steine. Ja, wunderbar. So, perfekt. Dann haben wir's. So, Kultivierungsbaum erst einmal fertig. Rest müssen wir durch die Ideen freischalten. Wachstum. Alles erforscht. So, dann hätten wir hier eine Hütte. Hält 2 Bourgeoisie. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Und hier könnte ich noch aus den Stoffen, was ich noch nicht herstellen kann, Decken machen. Ah, und hier kann ich noch mehr Essen herstellen. Alter, hier fehlt mir noch so viel, ne? Bourgeoisie. Naja, ihr wisst, was ich meine. Bourgeoisie. Sehr schön. So, da powert sich alles. Alter, später. Ah. Ich mach mal. Die Bäckerei hat da noch eine zweite Möglichkeit. Das war ja irgendwas anderes. Irgendein Brot, was nur 3 brachte. Weiß nicht, feuchtes Brot, glaube ich, ne? Oh! Oh mein Gott! Hasenbau erscheint auf 8 Geländen. Oh mein Gott. Ich habe einen Hasen. Oh ja. Da sehe ich mich ja. Da erspähe ich mich ja gerade. So. Und zwar gab es doch da einen Jäger. Oh mein Gott. Ist das Banane? Ja, es ist Banane, wo der steht. Shit. Boah, hier wäre es natürlich... Nee, warte mal. Wenn ich den hier hinsetze, dann jagt der alles... Im Umkreis, Alter, das ist ja hier ein perfekter Spot. Wenn du das Gebäude hier platzierst... Ja, verschwindet, glaube ich, der Hasenbau. Großartig. Jo, perfekt. Bin ehrlich. Ach nee, die kann ich nicht abreißen. Was ist denn das Verarbeitungsding hier? Plus 5, wenn Wohngebäude innerhalb von 2 benötigt Jagen und ist brennend. Also wenn ich beispielsweise das Ding... Das sind 10. Alter, das ist halt das Upgrade hierfür. Das habe ich noch gar nicht gebaut. Oh mein Gott. Ja, auf jeden Fall. Habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Habe ich noch? Ein bisschen? Weil dann kann ich hier oben den Grill einfach auch ausbauen. Great. Super gut. So, dann brauche ich aber... Ich habe keinen Berg mehr. Weil Barney hier wieder irgendwas macht. So, ach so, wer ist denn eigentlich noch krank? 3 Leute, 4 Leute sind nass. Ich habe aber keine Freien mehr. Ich baue gerade sehr, sehr viel.
Achso, und hier wollte ich umstellen, mal kurz. So, ich mache einfach mal eine Runde das hier. Ich weiß nicht, was das für ein Brot ist. Weiches Brot. Keine Ahnung, für was ich das brauche. Jetzt werden wir mal einen Tag ein bisschen weniger essen machen. Aber ich glaube, am nächsten Tag wird hier wieder einiges frei sein an Arbeitern. Sehr gut. Holzfällerausbildung abgeschlossen. Es geht gut voran. Bin wirklich sehr zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Ach, ich. Pass auf, ein Unheilsereignis steht kurz bevor. Bitte. Klassen. Pips können verschiedene Klassen haben. Ja. Wenn das Dorf wächst, können Pips in höhere Klassen befördert werden. Diese Klassen sind die Voraussetzung für fortgeschrittene Berufe und damit auch fortgeschrittene Ressourcen. Pips höherer Klasse brauchen ihre eigenen Behausungen. Sie wollen ein schönes Haus und essen nur bestimmte Speisen. Sie haben einen guten Geschmack. Wenn dein Dorf wächst, wirst du fortgeschrittene Berufe finden, die eine höhere Ausbildung erfordern. Um die Gebäude nutzen zu können, brauchst du Pip höherer Klassen. Alle Pips fangen als Bürger an, aber sie können durch eine Beförderung zum Bourgeoisen? Ah, aufsteigen. Wenn du das richtige Gebäude hast, eine Klassenanforderung wird durch die Hintergrundfarbe eines Jobs definiert. Okay. Das ist zu wissen. Wie kriege ich geplagt weg? Hält ewig. Ein Entspannungsstand. Ist das nicht das hier? Ist das nicht ein Entspannungs... Ich weiß nicht, was ein Entspannungsstand ist, ehrlicherweise. Stand des Apothekers? Treffpunkt? Bude des Artists? Ich weiß nicht, was ein Entspannungsstand ist. Oh, perfekt. Einen professionellen Pip in diesem Gebäude ausbilden. Oh, sehr gut. Habe ich einen Schmied? Er hat einen Hammer und so einen komischen Dings. Nee, habe ich nicht. Gut, da müssen wir ihn tatsächlich ausbilden. Und hier kann nur arbeiten ein Holzfäller, ne? Das ist easy. Da könnten wir beispielsweise mal ihn rausnehmen und er macht mal ein paar Bretter, weil wir gar keine mehr haben. Ansonsten. Genau, hier können wir erstmal wieder auf normales Brot umstellen. Vermutlich brauche ich eine zweite Bäckerei. Oh, wir haben auch noch die nächste Erinnerung. So, denn hier hinten. Oh, endlich! Lagerhäuser. Lagerhaus. Großes Lagerhaus. Oh, und hier unten ist Entfernung des Geländes. Finally. So, wo sind die Lager? Bungalow. Oh, Gemeindehaus, auch sehr gut. Ja, brauchen wir Stein und Bretter, können wir hinbekommen. So, wo sind die Lagerhäuser? Wahrscheinlich bei Bau. Ja. Ich brauche die Lagerhäuser ganz dringend. Ganz dringend. So, hier brauchen wir noch nichts machen. So, wir haben noch zwei frei. Irgendwas wollte ich noch machen. Wo ist denn dieses Bourgeoisie? Naja, ihr wisst schon. Straße. Okay, Eigenschaften. Straße 1. Okay. Benötigt Kopfsteinpflasterfahrt zu Stadtzentrum. Hält 2 Bourgeoisie. Benötigt Freizeit. Oh Gott. Benötigt auch noch ein Freizeitgebäude.
Ich würde es wahrscheinlich hier irgendwann hinsetzen. Benötigt Kopfsteinpflaster, Fahrt zu Stadtzentrum. Das hätten wir hier und benötigt aber Freizeitzentrum. Ich brauche jetzt nur so ein Freizeitgebäude hier hinten hinbauen. Das Ding kommt weg, wenn das hier steht. Da muss ich sowieso nochmal komplett neu machen. Gut, dann machen wir es erstmal später. Brauchen, glaube ich, eh noch keinen Bourgeoisen. Weil wir einfach noch keinen Beruf haben, der sowas erfordert. Gut. So, wir machen aber erstmal Schluss und sehen uns morgen wieder zur nächsten Folge. Freue mich drauf und hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ja, mal gucken, ob wir dann Richtung nächste Prophezeiung kommen. Also, wir werden sie auf jeden Fall schaffen. Das steht jetzt schon mal fest. Lassen wir uns überraschen, ob wir es hinkriegen. Bis morgen. Tschüss.